the new world order. Dare you to cross that border? Nobody can control us. Gonna make you lose your focus. And they know when you're passing me, passing me, there will be a catastrophe. Blast me, and you can stop your gassing me. Already I'm the shit like your majesty. So bad day. So you wanna go toe to toe? Only way you're beating me is if I don't show, don't show. But I ain't going anywhere. Never left now. I'ma keep it right here. You'll be coming for the throne. You'll be getting sick. I know you feel it in your bones. I don't wanna hear another single word coming at your mouth. Willkommen zurück bei The Search 2. Wir sind im Untergrund angekommen. Wir müssen uns einen Weg nach Port Nixon suchen. Den hatten wir eigentlich auch in der letzten Folge schon gesehen gehabt, aber ich habe noch ein bisschen mehr das Gebiet hier erkundet. Ich möchte jetzt noch meine Boxhandschuhe upgraden, und zwar auf MK8, sofern das möglich ist. Mal schauen. Jawohl, wir können es endlich auf Stufe 4 upgraden. Ach ja, ist das toll. Machen wir auch glatt mal. So, ja, okay. Wir können natürlich jetzt mehr gespeicherte Ladung an der Medibay aufladen, aber die maximal gespeicherten Ladungen, die wir eigentlich mit uns führen können, können wir leider erst beim nächsten Upgrade haben. Das ist schade, aber auch egal. Wir graden jetzt noch die ACU-Boxhandschuhe auf. Was haben wir jetzt für einen Angriff? 381, beim nächsten Mal ist es auf 454. Das ist echt nice. Können wir das Cerberus-Set auch noch eventuell ein wenig upgraden? Mal gucken. Ah, da fehlen mir wieder die Beine, wa? Ah, na gut. Kriegen wir sonst noch irgendeinen Boni? Nee, kriegen wir nicht. Neuer gut. Hätten wir das auf Stufe 8. Mal gucken, finden wir gleich den Weg nach Port Nixon? Ich bin gespannt. Boah, der Schaden haut schon rein. Ich war auch am Überlegen, ob ich noch ein Stückchen weiter wieder nach Jericho Downtown, schweres Wort, zurückkehre und mich eventuell am Delver Echo noch versuche. Und unter anderem würde ich auch ganz gerne diesen einen Cyborg machen, der da Stufe 9 hatte. Der hatte eigentlich, wie ich fand, ein cooles Set gehabt. Jedenfalls vom Aussehen her. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was das hier so alles ausmacht, wenn wir jetzt drei Akkubalken voll haben. Unser Set-Boni besteht ja darin, dass wenn wir drei Akkus voll haben, oder mindestens drei Akkus, dass wir dann noch mehr Schaden austeilen und auch somit mehr Abwehr haben. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel das im Endeffekt ausmacht. Immer schön auf die Beine gehen, weil die Beine und die Armmodule sind ja wirklich die Sachen, die wir auch mehrfach brauchen für die nächsten Sets. Wo war denn jetzt hier nochmal der Weg, der hier weiterführt? Ich glaube, das war hier links rum, wa? Okay, der hat nichts gedroppt. Nee, eine Ladung speichern geht ja leider nicht. Noch nicht. Es wird wahrscheinlich auch wieder eine Weile dauern, bis wir diese MK5-Implantate haben. Naja, so ist das halt. Nee, hier bin ich falsch. Da drüben steht noch einer, der hat Stufe 9. Droppt der auch Stufe 9 Items? Ich weiß es nicht. Oh, da hinten geht's, glaube ich, dann weiter, wa? Wie komme ich denn da hin? Hier geht's auf jeden Fall wieder runter. Da wäre auch wieder eine Version von Athena, aber wie zum Teufel komme ich da hin? Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt rüberspringen kann. Ah! Oh nein! Ja, das kann auch nur wieder mir passieren. Da schmiere ich da ab und gehe drauf. Och nein, verdammt.
Echt jetzt? Du hast mich noch getroffen? Das seht ihr mal wieder, wie schnell man hier in The Search 2 draufgehen kann. Wie zum Teufel komme ich denn da rüber? Und wo sind meine Akkus jetzt auf einmal? Ja, die Prophezeiung wissen war doch alles. Mensch, ja. Geh mir nicht auf den Sack. Mach die erstmal so hier klar, damit wir ein bisschen Akku aufladen können. Hier kommen jetzt überall diese Cyborgs, wissen wir ja. Oh mein Gott. Aber ich sollte die auch mal finishen, ansonsten kriege ich kein Altmetall. Nochmal schnell speichern und dann muss ich meine Tastegrab wieder suchen, wo auch immer die sind. Wo bin ich denn runtergefallen? Wo war denn das? War das da hinten? Nee, da hinten war das auch nicht. Wo zum Teufel sind denn meine Tastegrabs? Oha. Mittlerweile weiß ich auch, dass wenn ich Gegner finische und ich muss meine Tastegrabs wieder einsammeln, dass sich dann die Zeit auch wieder verlängert. Könnt ihr mal oben links auf den Counter achten. Naja, gut, okay. War jetzt ein blödes Beispiel. Warte mal, ich bin doch da hinten abgeschmiert, oder? Ja, theoretisch bin ich da abgeschmiert. Nein, Giftschaden. Ja, ich glaube, ich weiß, wo meine Tastegrabs liegen. Wahrscheinlich da oben. Kollege, wolltest du noch was? Hoffentlich liegen die da oben noch. Es waren zwar nur 6000 oder so, aber immerhin. Da oben bin ich runtergefallen. Ja, okay. Da liegen sie auch. Wie zum Teufel komme ich da rüber? Ich stand ja hier oben drauf. Ich wäre da noch rübergekommen, aber ja. Bist da ja. Jawohl. So geht's auch. Zu mir zurück. Dein Opfer war nicht umsonst. Du wirst anfangs noch schwach sein, aber die werden dich nicht finden. Ich werde dich beschützen. Steh auf! Deine Zeit ist gekommen. Du musst aufwachen. Pass auf! Okay, eine seltsame Vision und eine Trophäe in ihren Fußstapfen. Ach ja, stimmt ja. Da war ja so eine Truhe. Was haben wir da? Mimetische Klinge. Was ist das? Das Ding hat MK6. Ja, teilt auch wieder Nanoschaden aus. Sieht dann halt so aus. Hat ein bisschen was wie das Buttermesser von Darth Vader. Wir bleiben aber erstmal auf den Boxhandschuhen. Hier kommen wir immer noch nicht durch. Warum auch immer. Nee, da kommen wir noch nicht durch. Und ich wette, wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich down. Es sei denn, ich springe darüber. Was ich jetzt auch mal mache. Da ist der eine Typ, der hat Stufe 9. Wow, ha. Droppt der noch MK9? Hallo? Kollege? Wolltest du nicht gerade irgendwie... Ne, er wollte nicht draufgehen. Also hier vorne, die droppen doch auch nur MK7, oder? Da hinten geht's ja zu Warren, das wissen wir ja. Schnell finishen. Die haben eine ganz geile Waffe, wie ich finde. Aber die verbraucht, glaube ich, zu viel Ausdauer. Armmodul. MK9. Jawoll.
Ihr wisst ja, was das bedeutet. Ah nee, das ist ja nur ein Arm-Modul, oder? Das war keine Wolf-Rahmenlegierung. Sonst hätte ich die Handschuhe jetzt glatt mal gleich auf Stufe 9 gehauen. Aber wenn die Sima hier schon sowas droppen, dann ist das auf jeden Fall nice. Ich hatte irgendwo auch gesehen gehabt, dass es einen Zugang gab zu Port Nixon. Uah. Jetzt bin ich ja wieder unten. Warum zum Teufel bin ich jetzt hier wieder gelandet? Was soll denn der Shit? Naja, das Ende aller Tage, wissen wir doch. Irgendwann ist aber auch mal gut mit dem Ende aller Tage. Hier haben wir noch die kleinen Nanobestien. Der Akku haben wir ja voll. Ach nee, auch guck mal an. Da ist auch eine große. Wenn ich jetzt hier schon MK9 Wolfram-Legierung bekommen sollte, upgrade ich gleich meine Handschuhe weiter. Oh, Nanobestien. Wo zum Teufel kommen die denn mal her? Mal gucken. Erstmal die Lage hier checken. Warum bin ich denn jetzt... Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, du willst noch was von mir? Kann das sein? Und wir können das Geschenk nicht länger nur für uns behalten. Nein, nein. Wir können es natürlich nicht länger für uns behalten. Keine Sorge, ich sag's auch keinem weiter. Habe ich jetzt alle klar gemacht? Ich hoffe ja. Ich muss den Weg nochmal laufen. Ich raff das gerade irgendwie nicht. Wahrscheinlich müssen wir auch an dem Laden von Warren vorbei. Aber ich glaube, ich hatte irgendwo anders schon einen Weg gesehen gehabt. Wo es dann weiterging nach Port Nixon. Ganz genau weiß ich das auf jeden Fall jetzt nicht. Übrigens, diese Vision da oben von Athena hätten wir jetzt eigentlich gar nicht bekommen. Ich bin da ja, wie gesagt, durch Zufall rübergesprungen. Ah, okay. Mal gucken. Wenn ich jetzt hier auf die Waffenhand gehe, linker Arm, Körper. Hat er nur Kopf, Körper und linker Arm. Machen wir es mal. Na, nun komm schon. Kann ich das ihm nicht abtrennen? Eben konnte ich ihn da so abtrennen. Jetzt. Jetzt kriege ich auf einmal nur das Beinmodul. Warum? Raff ich gerade nicht. Ach so, ja. Hier war ich schon. Hier komme ich wahrscheinlich irgendwann später zurück. Ja, hätte ich jetzt, wie gesagt, die Wolfram-Legierung MK9 bekommen, hätte ich die Handschuhe geupgradet. Aber irgendwie droppen die das nicht. Keine Ahnung, warum. Ja gut, von da bin ich nach da oben gekommen. Irgendwie, glaube ich. Da bin ich eben, glaube ich, langgelaufen. Da hinten ist der Laden von Warren. Hier bin ich hoch und dann, ja, keine Ahnung. Da bin ich dann irgendwo runtergefallen. Eigentlich wollte ich doch da wieder rüber. Na, ja, ich glaube, ich bin da einfach nur abgeschmiert. Da hinten ging es um Delver Echo Alpha. Genau. Hier oben war die Medibay. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal was speichern. Oh, wir können sogar wieder was upgraden. Hoffe ich jedenfalls. Tatsache, wir können sie auf Stufe 9 verbessern.
Jawoll, 454 Schaden beim nächsten Mal und beim letzten Mal dann auch wahrscheinlich sind es 550. Na, das ist doch mal eine Hausnummer. Arme und Beine, ja, weiß ich, fehlen mir noch. Eigentlich fehlen mir nur die Beine. Oder? Ja, ich glaube, mir fehlen nur noch Beine. Na, verdammt. Ich wollte doch noch was investieren. Diese beiden Punkte hauen wir jetzt natürlich auch wieder in Akkueffizienz. Ich hoffe, dass wir dann auch irgendwann bald mal 5 Akkubalken haben. Metro Station, Downtown. Ja, hier würde ich jetzt zurückkommen. Können wir eigentlich auch glatt mal machen. Da hinten kann ich nämlich noch MK7 sammeln, dann kann ich die Rüstung auch aufwerten. Und ich glaube wirklich, wir kommen nur von Warren dahin, wo wir hin müssen. Oder geht das hier nach? Ah, hier geht's nach Jericho. Da kamen wir ja her. Was haben wir hier vorne? Aha, der ist außer Betrieb. Oh, ein weiterer Audiolog. Raus aus unserer Kanalisation, Mortimer! Was? Ich habe diese Kanäle im Schweiße meines Angesichts mit blutigen Händen selbst gebaut, Freundchen. Die verdammten Tunnel verbinden die gesamte Stadt. Und jetzt? Jetzt darf ich hier nicht mal ein paar Stunden pennen. Gib keine Ehre unter Dieben, was? Nicht seitdem du mir mein Credits-Implantat gestohlen hast. Verzieh dich! Ja. Der hat ihm das Credit-Implantat geklaut. Der kleine Schlingel, wie kann er nur? Und hier war ein Stufe 2 Gegner, der auch Blattmann eine Waffe gedroppt hat. Was ist denn das? AI 35 Gemini. Sind auch Boxhandschuhe. Aber sind natürlich nicht so toll wie unsere. Hallo erstmal. Na, auch unterwegs hier? So spät, wie immer? Wo zum Teufel laufe ich denn jetzt hin? Hier war ich noch gar nicht. Was zum Henker ist das? Ah, ich wette, der Typ hat gleich wieder ein Schild am Start. Ja, hat er auch. Wer war denn das hinter mir? Ach, so ein Level 5er. Komm, gib mir mal ein Beinchen. Was ist das denn hier? Out of order? Hat das mit dem Zug da unten zu tun? Übrigens, der Zug hat ja im ersten The Search-Teil eine tragende Rolle gespielt. Damit sind wir ja immer in die unterschiedlichen Bereiche gefahren. Das ist jetzt hier im zweiten Teil nicht mehr so. No. Ja, du hast auch noch Stufe 3. Leute, ich brauche hier Stufe 7. Ich möchte mein Set upgraden. Nein, so nicht. Warren hat ja auch gesagt, wir müssten noch ins Gefängnis gehen, um für ihn dort was zu finden. Ist das gar der Weg hier ins Gefängnis? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch eine neue Nebenmission. Die könnten wir theoretisch auch machen. Die Frage ist nur, ob wir auch wirklich ins Gefängnis kommen. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Wo führt dieser Weg hin? AID Oberkommando. Aha, okay. Komme ich also wieder ins Oberkommando? Hatte ich noch was im Oberkommando übersehen? Ich meine, wir haben jetzt den Kranhaken. Aber wir hatten ja auch schon gesehen, in Downtown Jericho waren ja einige Wege jetzt auch offen und andere dafür auch wieder verschlossen, aufgrund dessen, dass ja diese Nanoseuche da ausgebrochen ist. Ah, ich weiß nicht. Hier kommen wir zum Oberkommando. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich beim letzten Mal auch eine Tür gesehen hatte, wo wir direkt nach Port Nixon kommen. Ich gehe da nochmal komplett zurück. Und dann checke ich die andere Route.
Ich glaube, das war bei Warren, wo wir nach Port Nixon kommen. Andere Türen gab's, glaube ich, echt nicht mehr. Wir können ja noch mal kurz ein wenig grinden, um die Rüstung dann eine Stufe höher zu bringen. Sofern das dann möglich ist. Und da sind wir auch in Downtown. Das müssen wir mal schnell speichern. Falls wir draufgehen, starten wir auf jeden Fall hier. Und dann kann ich ja hier vorne noch ein bisschen grinden und mir die MK7 Bein- und Arm-Module aneignen. Wo führt eigentlich das jetzt hier hin? Das wollte ich beim letzten Mal schon ausprobieren. Ah, okay, das führt über den Alpha Gamma. Ach, Quatsch, über den Delva Echo Gamma. Da unten ist er ja. Wir sehen ihn. Sind meine Tech-Scraps noch da? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich kann auch von hier oben gar nicht angreifen, wa? Das wär's ja noch. Hätte ich jetzt unendlich Schuss mit der Drohne, könnte ich ihn glatt von hier oben fertig machen. Aber leider ist das nicht der Fall. Hä, wo kommen wir denn da hin? Hier war ich auch noch nicht. Was finden wir denn hier? Oh, ein Audiolog. Redneck 22. Ich wiederhole, hier spricht Redneck 22. Ich bin dem Nanofreak jetzt ganz dicht auf der Spur. Alle meine Jungs sind tot. Ich versuche näher ranzukommen. Aber wenn das nichts bringt, muss ich wohl... Ich muss wohl die Beine in die Hand nehmen. Keine Chance. Ich hau ab. Wegen dem Mist hier bringe ich mich nicht um. Na, sieh mal einer an. Jetzt hätten wir diese Exoline freigeschaltet. Ah ja. Damit können wir das ganze Gebiet hier auch ein wenig umgehen, ja? Dürft ihr nicht vergessen. Da hinten würde es jetzt auch wieder nach Gideon's Rock gehen. Der Magnetlift ist jetzt auch freigeschaltet. Okay, aber ich wollte ja da vorne noch ein bisschen grinden. Wie gesagt, MK7-Teile und dann diesen einen Typen, der da noch diese komische Rüstung hatte, der Stufe 9 hatte. Vielleicht ist das ja eine richtig geile Rüstung. Vielleicht ist sie sogar besser als das MG Cerberus Set. Das bleibt abzuwarten. Aber echt eine tolle Nummer, dass wir das alles jetzt hier so umgehen können. Da geht's da runter und dann da hinten lang. Okay. Da können wir den Weg mal laufen. Ich habe euch ja immer schon gesagt, ich gucke mich dann auch öfter um, weil ich dies und das dann auch finden möchte. Hier würde es jetzt, wie gesagt, zum Delva Echo Gamma gehen. Ah, wurden diese Exo-Lines jetzt freigeschaltet oder gespeichert? Weiß ich nicht. Aber hier vorne ist der eine Typ. Geh mal auf den rechten Arm, mal gucken, was der für eine Waffe hat. Na, mein Bester? Oh, kann ich mal Viereck drücken? Er war jetzt aber nicht so schwer. Oh, was hat er denn gedroppt? Infizierte AID Type 4, Authority. MK8 hat die Waffe. Okay, und was hatte er für ein Schema gehabt? Das Ding aus. Ach, sowas ist das. Komm, hauen wir das mal in Favoriten rein. Wie viele Waffen haben wir denn generell jetzt in Favoriten? Ach so, das sind alle. Aber die sind ja noch nicht nach Stärke geordnet, wa? Jetzt sind sie nach Stärke geordnet. Ja, der Schaden kommt jetzt der Verteidigung generell etwas näher. Das ist auf jeden Fall echt toll. Bleibt trotzdem auf den Boxhandschuhen. Ich brauche unbedingt Akkueffizienz. Ich würde mich schon ganz gerne dem K
Gamma Echo darstellen. Oder den Delver Gamma. Delver Echo Gamma. Oha. Wow. Wow. Ey, Kollege. Hallo. Ey, das ist ja wohl nicht wahr. Wenn er uns einmal hat mit seinem Scheiß paralysieren, dann ins Innengelände. Das ist mir dann doch ein bisschen too much manchmal. Ja, eben gerade wollte er angreifen, dann wollte ich wieder angreifen. Ja, am besten hätten wir wahrscheinlich auch irgendwelche Stäbchen ziehen müssen, wer hier als Erster angreift. Na, warte mal, ich brauche Akku. Dann mache ich so fertig. Der Typ, der Stufe 9 hatte, ja, sah jetzt nicht danach aus, als würde er irgendein neues, tolles Set haben. Wo willst du denn hin? Ah, verdammt, jetzt hätte ich ihm so ein Bein abtrennen können. Ich hab's wieder verrissen. Naja, diesmal blocke ich das aber. Ah, die mit dem scheiß Schild, da können wir dann echt... Oder echt vorher nichts machen. Bevor wir nicht dieses blöde Schild abgetrennt haben. Kotzt mich auch manchmal an. Ah, der hat nur MK5 gehabt. Will ich ja nicht. Will ja MK7 haben. Obwohl das jetzt auch so doll nicht die Verteidigung steigern wird. Ach, verdammt, jetzt habe ich auch noch die falsche Drohne drin. Wo ist denn jetzt die Nanobestie? Los, komm hier rüber. Ach, scheiß auf die Tech-Scraps. Wir sind jetzt voll. Wir gehen zum Delver Echo Gamma. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, okay. Er macht so eine Show. Was macht er jetzt? Kommt er wieder so angerollt? Okay, macht er. Noch ein paar Treffer. Delver Echo Gamma, du bist Geschichte. Und somit offline. Na bitte. Aber war doch nicht so schwer. Na gut, vielleicht haben wir jetzt auch so viel Schaden ausgeteilt, dass er einfach keine Chance hatte. Gott sei Dank. Sie haben diese Bestie erledigt. Ja, das habe ich. Warte, wir können gleich miteinander reden. Ich habe gleich Zeit. Ah, da hinten stehen ja auch noch Level 3 Gegner rum. So, was habt ihr zu erzählen? Oh Gott, sie haben uns gerettet. Ich hatte schon gedacht, das war's dann. Ja, das wäre ein bisschen dreist, wenn wir das antworten würden. Wir haben uns versteckt. Wir sind dieser Bestie nur um Haaresbreite entkommen. Ich wünschte, diese Offizierin vom Such- und Rettungsdienst hätte nur halb so viel Mumm wie sie. Zuerst hat die ihr Team im Stich gelassen. Dann uns. Wir hatten zu wenig Leute und Waffen. Wir sind gerannt wie die Teufel, immer in der Hoffnung, dass wir mit dem Leben davonkommen. Tief in meinem Herzen weiß ich, dass sie, wenn
man es recht bedenkt, uns nicht hätte helfen können. Trotzdem hätte ich es sehr zu schätzen gewusst, wenn sie sich etwas mehr Mühe gegeben hätte oder es überhaupt versucht hätte. Log-Update, kehre zu Offizier Klein in der Cloud 9 Bar zurück. Okay, was hat sie noch zu erzählen? Ohne sie wären wir tot. Ja, okay. Ich hab gedacht, ich krieg noch einen Bonus. Oh, natürlich. Hier, nehmen Sie etwas Tech-Scrap. Das ist alles, was ich noch habe. Ich wünschte, diese Offizierin vom Such- und Rettungsdienst hätte nur halb so viel Mumm wie Sie. Zuerst, ja, tief trotz. Naja, das hast du eben schon mal erzählt. Wir können dann also eine weitere Quest in der Cloud 9 Bar abgeben. Aber nichtsdestotrotz nach Port Nixon würde ich ganz gerne. Hier hinten geht es wahrscheinlich auch nach Port Nixon, denn normalerweise war da ein Weg. Oh, ein weiterer Audiolog. Da hören wir doch glatt mal rein. Vergesst es, Jungs. Wir schaffen es hier nicht raus. Die Naniten lassen sich nicht aufhalten. Ach ja? Und was willst du jetzt machen? Dich im Bunker verstecken wie die Eliten? Da hätte ich schlechte Nachrichten für dich. Wir können uns einen Scheiß leisten. Wären wir bloß im Knast geblieben, da hätten wir den alten Repulsor der Bullen reparieren können. Die alte Impulseinheit der Bullen? Warte mal, natürlich. Jungs, das ist genial. Mir nach. Wir gehen zurück in den Knast. Da fliegt ein helles Köpfchen. Einem, der die Menschheit für immer ins Dunkle führt. Oh nein, nicht schon wieder sie mit ihren Ansagen und ihren Vorhersehungen. Oh. Nein, verdammt, wir kommen hier doch nicht weiter. Das ist alles abgesperrt. Obwohl. Hier würde es ja runtergehen. Na gut, aber dann komme ich nicht mehr hoch. Nee, das lasse ich. Wahrscheinlich würde ich da auch sterben. Ich glaube, der Weg ist nicht dazu da, dass man hier langlaufen kann. Ja, dann kann es wirklich nur noch von Roran aus nach Port Nixon gehen. Wir können ja jetzt auch da oben lang, ne? War doch so, wir haben uns doch da einen Weg geschaffen. Das ist doch der schnellste Weg zur Cloud 9 Bar. Können wir das noch abschließen? Kommt hier nicht noch eine Nano-Bestie? War hier nicht noch eine? Okay, die muss ich auf jeden Fall fertig machen. Na. Warum zum Teufel hat er jetzt kein Beinmodul gedroppt? Ich brauche die unbedingt. Los, rück die raus. MK7, zweimal. Naja. Wir brauchen es aber noch einmal. Wäre auf jeden Fall toll, wenn wir es nochmal kriegen würden. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Jungs, das hatten wir schon mal. Gib du mir mal dein Beinchen. Und dem anderen trenne ich das auch gleich ab. Ach so, ja, stimmt ja. Er möchte uns unbedingt noch sein Schild zeigen. Ach komm, weißt du was? Dir trenne ich noch den Körper ab. Hey, die Typen mit den Schildern, die nerven so. Dann machen wir keine halben Sachen, ne? Ja, Cloud 9 war. Wo war der Weg? Wo war das nochmal? Stimmt, ich kann hier rüber und dann irgendwie so da hoch. Ja, dann hätten wir auch einiges in dieser Folge geschafft. Auf jeden Fall einen weiteren Boss. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht der letzte, der Alpha-Generation da sein, oder der Echo-Generation vielmehr. Ach nee, Quatsch, was erzähle ich denn hier? Der Delver-Generation. Wir hatten jetzt den Delver, den normalen, den hatten wir in Gideon's Rock. Dann hatten wir im Untergrund den Delver Echo Alpha und jetzt hier in Downtown Jericho hatten wir den Delver Echo Gamma. Genau, das waren alle. Bis jetzt jedenfalls. Mal abwarten. Aber wir hatten ihn auf jeden Fall geschafft. Hallo, hast du noch was Tolles?
Ah, ein Weinmodul. Aber nur Stufe 4. Aber egal. Nehme ich alles mit. Vielleicht brauche ich das später nochmal. Hast du noch was? Oh, ja. Du hast Langeweile, wa? Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe immer noch nicht genug MK7-Beinmodule. Ich brauche noch was. Irgendwo hier vorne waren noch Level 7 Gegner, bin ich mir sicher. Die waren noch da irgendwo. Können noch ein klein wenig grinden, dass wir noch ein bisschen mehr Materialien haben zum Upgraden. Was war das? Was zum Henker war das? War eigentlich so ein Typ? Ach ja. Der war das. Komm, gib mir mal ein Beinchen. Boah. Naja, wissen wir ja. Na. Kollege, kann ich dir nichts abtrennen? Bein will ich haben. Oh. Doch hat er. MK7, alles klar, okay. Aber reicht das schon? Ja, ich glaube, das reicht. Schnell zurück zur Cloud 9 Bar. Hatte ich schon mal erwähnt gehabt, dass meine Let's Plays nicht nur straight die Hauptgeschichte umfassen. Ich grinde ab und an auch ganz gerne und mache auch Nebenmissionen. Jedenfalls, wenn ich die Nebenmission finde und abschließen kann. Und auch jegliche Nebenbosse. Auch wenn sie nur optional sind. Das spielt gar keine Rolle. Nee, da geht's auch nicht weiter. Da war doch diese eine Exo-Line, glaube ich. Na gut, egal. Auf in die Cloud 9 Bar. Du betrittst eine Sicherheitszone. Können wir jetzt schon die Schnellreise hier wählen oder noch nicht? Oh, ein Banner. Können wir das wählen? Keine Station freigeschaltet. Aber wo ist denn eine andere? Ich glaube sogar, die gab es in Port Nixon. Ich möchte sagen, ich habe da auch sowas gesehen, wo wir mit dem Kranhaken hochkommen könnten. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Hat hier jemand eine Atombombe gezündet? Nee, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Wo ist denn jetzt hier dieser Major-Typ, der die Quest für uns hatte? Ich frage nochmal beim DJ nach. Eventuell haben wir jetzt doch endlich mal genug Text gesprüht, aber ich glaube nicht. Nur deine Mission zählt. Sprüh Graffitis, als ob dein Leben davon abhängt. Na, mal sehen. Was zur Hölle? Camp? Ja, ja, okay, wir wissen ja. Partytime. Ah, wenn du das sagst. Wo ist denn jetzt hier der Typ? Cloud 9 Bar. Er soll doch hier irgendwo sein. Sie wollen jetzt nicht wirklich einen Spaziergang... Naja. Ach, nee, der ist das nicht. Hast du gesehen, was da draußen passiert ist? Nein, habe ich nicht. War jetzt das eins, die Welt in Jerick, aber immer diese... Naja, gut, okay. Es klingt wahrscheinlich nach einer neuen Nebenmission. Du bist unterwegs zur Kathedrale des Funkens, oder? Passt genau in meine Pläne. Diese verrückten Kultisten werden mich gar nicht kommen sehen. Und das meine ich wörtlich. Ich... Hier komme ich, der Retter der Nacht. Erlebe mit Iron Mouse ein unglaubliches Abenteuer. Okay, das ist eine neue Quest. Das ist der Typ, glaube ich, mit dem Gaia-Set. Ja, aber da habe ich ja letztes Mal schon probiert, diesem Roboter in Gideon's Rock was abzutrennen. Also zwei Schema, die mir noch fehlen. Hat ja nicht hingehauen, warum auch immer. Das wird nie passieren, oder? Nee. Stark bleiben, Süße. Wo ist denn jetzt der eine Typ? Hier soll doch noch irgendjemand rumstehen. Der hier ist das nicht, das weiß ich. Muss ja einer von den Leuten hier vorne sein. Die Rache der Maschinen! Lass dich nicht entmutigen.
Oh nee, lass ich nicht. Keine Sorge. Bist du das eventuell? Ach, hallo. Kennen wir uns? Noch nicht. Ja, können Sie laut sagen. Ein älteres Ehepaar hat mich angeheuert, damit ich sie durch die Stadt bringe. Doch dann wurden wir überfallen und meine Jungs haben sich eine Strahlenfick... Ich hatte ge... Aber... Ja, ich glaube, das ist die. Ja? Dann sind sie am Leben. Puh. Ja, ja. Und wieder und wieder. SNR Falcon Waffe erhalten. Und die Quest hätten wir auch abgeschlossen. Okay. Log-Update, Quest vermisst, abgeschlossen. Oh, 50.000 Tech-Scraps. Ja, es lohnt sich dann doch auch, so eine Nebenmission zu machen. Seht ihr ja. Schnell alle speichern. Können wir gar zwei Sachen upgraden? Nee, es reicht nur für eine, glaube ich, wa? Warte mal. Dann machen wir mal wieder die Akkueffizienz. Und dann graden wir uns noch das schöne Setup. Auf MK8 können wir es noch nicht machen. Nein, wir können nicht alles auf MK8 machen. Mist. Ich habe mich total verguckt. Oder doch nicht? Oh, ich habe das Falsche geupgradet. Oh. Verdammt. Das hatte ich ja gar nicht mehr an. Oh. Ja, es hätte ausgereicht. Scheiße, verdammt. Obwohl, warte mal. Das können wir eventuell noch umwandeln. Gott sei Dank. Ja. Ja, wer Augen im Kopf hat, ist komplett im Vorteil. Jetzt habe ich das AID Eclipse Beinmodul geupgradet. Oh. Und das hier würde ich auch noch ganz gerne upgraden, aber ja, das können wir wahrscheinlich erst später machen. Mal gucken, was haben wir denn jetzt? 490 Verteidigung, 454 Schaden. Ja, das geht schon mal. Nochmal fix alles ordnen hier. Die unglaubliche Iron Maus, eine weitere Nebenquest. Das hätten wir hier abgeschlossen. Da, wo überall ein Haken dran ist, das sind die Questen, die wir bisher abgeschlossen hatten. Die mit dem Stern sind, glaube ich, die Hauptquesten. So sieht das auf jeden Fall aus. Ein neuer Log von Athena hatten wir auch gefunden. Ja, das war's dann erstmal. Eine kleine Nebenquest hätten wir geschafft in dieser Folge. Einen weiteren optionalen Boss. Und dann würde ich auch mal sagen, das war's dann auch für diese Folge. In der nächsten werde ich dann versuchen, nach Port Nixon zu gelangen. Ich muss wahrscheinlich wieder zu Warren zurückkehren und bei seinem Laden dann da durch. Oder wir müssen über das AID-Kommando irgendwo weiter nach Port Nixon. Ich weiß es noch nicht. Ich werde das alles abchecken. Aber wie ihr seht, es gibt dann doch noch einen Haufen an Missionen, die man dann so absolvieren kann. Also an Nebenmissionen. Bis auf diese bei dem Barkeeper, weil ich kann in Gideon's Rock dieser einen Statue aufgrund dessen, dass sie ja jetzt im Boden steckt, keine weiteren Module mehr abtrennen. Das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht treffen wir auch noch auf weitere dieser Statuen und dann können wir das noch machen. Ich lasse mich überraschen. Naja gut, wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert oder abonniert den Kanal, um keine neuen Projekte zu verpassen, oder vielleicht schaut ihr euch ja generell mal auf dem Kanal um, denn ich habe ja einige schöne kleine Spiele schon fertig. Und vielleicht ist ja da für euch was dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Let's play!